Ahoi, schon während einer Schwangerschaft haben wir zahlreiche Produkte gekauft und müssen jetzt, wo das Kind da ist, feststellen, ja, dass wir einen derben Fehlkauf dabei hatten und dass wir an eine Produktkategorie überhaupt nicht gedacht hatten. Deswegen bin ich heute froh, euch Hobea vorstellen zu können. Von dieser Firma haben wir zwei Produkte erhalten, welche ja, diese Lücke einfach gut gefüllt haben. Ja, bei unserem Fehlkauf handelt es sich um das Stillkissen. Da haben wir kein billiges genommen, und zwar ein Dodo Premium von Terraline. Also ein durchaus markentaugliches Produkt, was auch sehr gute Bewertungen auf Amazon hat. Aber wir sind total enttäuscht. Wenn man sich schon die Füllung anschaut, da ist das halbe Kissen leer. Wenn man sich reinlegt, das knistert überall. Und letzten Endes, diese Perlen, die dieses Kissen ausmachen, sind einfach weg, sobald man sich reinlegt. Machen die wusch und dann liegt man wieder, wie als hätte man kein Kissen unter sich. Ja, deswegen, das hat Anna eigentlich nie benutzt. Jetzt, wo wir unser neues von Hobea haben, sieht das schon ganz anders aus. Einfach schon, wenn man mal diese beiden Kissen vergleicht, sowohl vom Motiv her, als auch einfach von der Form, muss man sagen, einfach weg mit dem alten, her mit dem neuen. Hobea hat da ein viel, viel schöneres Produkt geschaffen und das fängt mit der Füllung an. Das knistert nicht, die ist schön weich, anschmiegsam und die bleibt auch da, wo sie hingehört und unterstützt trotzdem schön den Halt des Körpers. Es handelt sich dabei um silikonisierte Polyesterhohlfasern. Schwieriges Wort, auf jeden Fall, es fühlt sich fantastisch an und wie gesagt, es behält einfach seine Form viel besser bei. Und, was ich auch sehr schätze, man hat hier die Möglichkeit, das Ganze zu verbinden über einen simplen Knopf. Und dann kann man eben zum Stillen das Kind einfach hier vorne schön reinlegen. Und auf dem Sofa kann man es auch so machen. Oder eben einfach als Kuschelnest für das Kind drumherum. Es ist auf jeden Fall eine total coole Sache. Wir lieben dieses Kissen, vor allen Dingen Anne. Sie nutzt es jetzt eigentlich für jede Situation. Sowohl mit Kind als auch ohne, zum Schlafen, auf dem Sofa, zum Stillen, um das Kind zu lagern. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Und vollkommen vergessen wir unseren Einkauf, haben wir dann eine Einschlagdecke für unsere Babyschale. Irgendwie haben wir nicht bedacht, dass es ja Winter ist und dass das Baby da ein bisschen Wärme gebrauchen kann. Und auch da gibt es wieder ein wunderschönes Muster, total niedlich mit, ja, in dem Fall kleinen Quallen und Walfischen. Wirklich sehr schön. Das Ganze ist wunderbar weich, mit einem Filzbezug, innen sehr leicht zu reinigender und auch sehr schön weicher Stoff. Übrigens, beide Stoffe sind schadstoffgeprüft, also da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. Und das Ganze ist universal anpassbar, das passt zu unserem Kitty Pro Evolution, das passt zu Maxi Cosi und zu allen anderen Marken auch, die eben ein 3-Punkt-Gurtsystem besitzen. Das sind eigentlich alle aktuellen Babyschalen, Babysitze oder auch mal der Kinderwagen. Und es ist wirklich eine tolle Sache, es ist sehr leicht zu nutzen. Hier, wie ihr es gerade im Video seht, lässt sich das Ganze ganz, ganz einfach einbauen und passt eben auch überall rein. Wir sind ziemlich begeistert davon. Es vereinfacht einfach das Handling vom Kind enorm. Das Kind fühlt sich wohler, es ist wärmer. Also auch hier gibt es von mir 5 Punkte. Zumal man das Ganze auch ohne Maxi-Cosi als Einschlagdecke ganz normal verwenden kann. Dafür gibt es hier oben diese schöne kleine Kapuze. Und eben auch hier wieder diese Klettverschlüsse. Und dadurch kann man das Kind eben auch verpacken und das Kind bleibt warm, fühlt sich wohl. Ja, und das ist einfach super für die kalte Jahreszeit. Den Link zu beiden Produkten setze ich euch direkt unten in die Videobeschreibung rein. Und jetzt möchte ich euch abschließend noch ein bisschen was über die Firma Hobea erzählen. Der Name Hobea setzt sich dabei zusammen aus den Vornamen der Familienmitglieder Horst, Beatrice, Elke und Amelie. Ja, es sind einfach eine liebevolle Familie, die für ihre Kinder festgestellt haben, dass sie einfach mehr wollen, bessere Produkte und da auch einfach ein bisschen Vertrauen in ihre Produkte herstellen wollen. Deswegen ist es für sie auch sehr wichtig, dass ihre Produkte alle schadstoffgeprüft sind und dass sie auch die Produktion der Ware genau kennen. Deswegen wird die Ware auch nicht in Asien gefertigt, sondern in Polen. Die Firmengründer fahren regelmäßig in das Werk, schauen sich an, wie die Produktion verläuft und überprüfen eben auch wirklich, dass das alles so funktioniert, wie sie sich das wünschen und dass eben auch keine gesundheitsgefährlichen Stoffe verwendet werden. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, wenn Sie so tolle Produkte weiterhin entwickeln, wie Sie es bisher getan haben. Wir haben uns auch ganz schön lange in Ihrem Shop umgeschaut, was Sie noch so zu bieten haben, und da gibt es eine ganze Menge. Uns zum Beispiel hat besonders gefallen der thermochromatische Body.
Also ein Body, der sich verfärbt je nach Temperatur des Kindes, und somit hat man einfach ein sehr gut ablesbares Thermometer und das schafft eine ganze Menge Sicherheit, ob nun das Kind auch wirklich ja, die Temperatur hat, die es haben sollte. Und was uns auch wahnsinnig gut gefallen hat, ist der Federschwinger. Sowas in der Art hatten schon meine Schwester bei ihren Kindern und die Kinder haben es absolut geliebt, deswegen wahrscheinlich werden wir da auch noch zuschlagen. Wenn ihr euch den Shop anschauen wollt, den Link dazu ebenfalls unten in der Videobeschreibung und hinterlasst doch mal einen Kommentar, welches der Produkte euch selbst interessieren würde, beziehungsweise habt ihr auch selbst mit bestimmten Produkten wie wir mit unseren alten Stillkissen so die Erfahrung gemacht, dass ihr da euch einfach verkauft habt. Ahoi!